Auf den ersten Blick erscheint Hannover unsinnlich. Doch hier werden Pornos am Fließband gedreht. VTO Pictures hat sich in 10 Jahren einen Namen in der Hardcore-Branche gemacht. 3000 Kopien pro Tag, 5 Tage in der Woche, 750 Titel im Programm. Der Ausstoß ist beträchtlich. Demnächst sollen die nackten Tatsachen per Satellit in die Wohnstuben kommen. Verklemmte Pornofans müssen nicht mehr in die Videothek schleichen, um sich Anregungen für das Liebesleben zu holen. 30.000 haben sich angeblich schon gemeldet, um den neuen Sexsender für 800 Mark Jahresgebühr zu abonnieren. In einer Vox-Umfrage befürworten 63% der Zuschauer den heißen Kanal. Betreiberin ist Foxy Lady Theresa Orlowski. Sie tritt gegen Staatsanwälte und Ministerien an, um das Fernsehvolk mit ihren himmlischen Botschaften zu beglücken. Also ich denke, in Deutschland ist immer noch Sexualität und Pornografie ein großes Thema. Und die Menschen in Deutschland können wirklich nicht so ganz mit Pornografie umgehen, wie die denken. Diese Aufregung finde ich als Panikmacher und ich tue nur das, was gesetzlich erlaubt ist. Sie ist unglücklich mit ihrem zweifelhaften Image und findet die Moralvorstellungen der Gesellschaft verlogen. Deutschland ist wieder ganz gut, um Steuer zu nehmen und da werden sich schon rechtzeitig mit Sicherheit melden, wenn ich auch Umsätze mache. Das war bis jetzt auch der Fall, dass dieses dreckige Geld ist gerne genommen. Wenn ich sage nur, dass der Endverbraucher mit 3 Mark ist pro Orgasmus dabei, das ist ganz preiswert. Selbsteinschätzung? Nach ihr kommen keine Stars mehr. Sie hält sich für die ultimative Porno-Queen. Also wenn eine Frau meint, dass sie besser oder so gut wie ich bin, dann warte ich, bitte melden bei uns. Und sonst meine ich, Theresa Orlowski gibt nur einmal und ich halte nicht viel von, dass jemand ersetzt mich. Es gibt sowas nicht. Bei Männern ist das auch anders. Das sind sehr oft immer die gleichen Männer, also professionelle Männer, die einfach gut funktionieren. Sie können sich doch vorstellen, was hier dahinter steckt, welche Crew hier ist, welche Technik. Das kostet sehr viel Geld und Zeit und wir können uns nicht ewig erlauben, dass hier kommen Leute, die versuchen einfach, vielleicht klappt es. Ich koche furchtbar gerne, das sieht man auch. Und sonst, ja, also ich bin eine Frau durch und durch. Ich bin häuslicher Mensch, also wirklich ja, ganz normal, vielleicht zu normal für viele Menschen, die werden enttäuscht sein, aber ich kann leider keine Märchen erzählen.